Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Morgenroutine und zwar eine, nicht nur eine, sondern drei. Und zwar meine Morgenroutine in den Ferien, weil mir ist aufgefallen, dass ich nicht nur eine habe, sondern halt drei. Und die kommt jetzt erst zu spät, weil ich war ja im Urlaub und da hatte ich irgendwie gar keine Routine. Und jetzt musste ich erstmal schauen, was sind denn so meine Routinen, damit ich euch keinen Scheiß erzähle. Und deshalb kommen die jetzt und viel Spaß dabei. Als erstes kommt der Sleep-In-Day und das ist die häufigste Routine, die ich so am Morgen habe. Und sie fängt damit an, dass ich erstmal aufwache und direkt auf mein Handy schaue. Das ist irgendwie so, das mache ich jeden Morgen. Und dann realisiere ich, dass es extrem spät ist und ich mag das nicht, wenn es so spät ist. Und stehe schnell auf, mache das Fenster auf und das Rollo hoch und lasse erstmal frische Luft reinkommen. Weil manchmal habe ich auch was zu tun an dem Tag. Also ich treffe mich mit Freunden oder ich habe auch einen Babysitterjob und da muss ich dann hin. Und deshalb beeile ich mich dann am Morgen. Danach gehe ich hoch in die Küche und trinke erstmal einen großen Schluck Wasser. Und dann schaue ich, was meine Mom so zum Mittagessen vorbereitet hat. Denn es ist eh schon so spät und da kann ich auch direkt das Mittagessen essen anstatt Frühstück. Und dann setze ich mich raus, also am liebsten setze ich mich raus, aber meistens kommen dann die Wespen, weil die sind bei uns gerade extrem, also die sind total aggressiv und deshalb setze ich mich dann wieder rein, wenn die mir zu aggressiv werden. Wenn ich damit fertig bin, gehe ich direkt ins Badezimmer und putze mir meine Zähne und nach dem Zähneputzen gehe ich direkt in mein Zimmer und stelle mich an meinen Schminktisch und kämme mir erstmal die Haare und mache sie zu einem Zopf, weil wenn ich babysitte, dann mag ich es nicht, wenn meine Haare so rumfliegen und deshalb habe ich meistens einen Zopf. Und dann gebe ich noch ein bisschen Concealer drauf, damit ich nicht ganz so tot aussehe. Und biege meine Wimpern. Und wenn ich mich mit Freunden treffe, dann mache ich auch Wimperntusche drauf. Aber zum Babysitten brauche ich das nicht und deshalb lasse ich sie dieses Mal weg. Jetzt ziehe ich mich einfach nur noch an und meistens achte ich darauf, dass es was Bequemes ist. Und dann gehe ich auch schon los. Und meistens, wenn ich die Tür hinter mir geschlossen habe, dann merke ich, dass ich irgendwas vergessen habe. Und meistens ist es mein Handy. Dann gehe ich wieder zurück, hole mein Handy und dann geht es endgültig los. Und dann fahre ich meistens mit dem Fahrrad zum Babysitten. Oder treffe Freunde. Jetzt kommt der Lieblingsferientag von mir, also meine Lieblingsroutine, und zwar die Lazy Day Routine. Mein Lazy Day beginnt meistens früh, weil ich werde meistens von der Sonne geweckt, weil wenn ich abends runterkomme in mein Zimmer und es ist schon dunkel, dann mache ich nicht das Rollo runter, weil es ist ja einfach dunkel und dann werde ich halt früh wach. Und wenn ich dann merke, dass es sehr früh ist, dann bin ich erstmal eine lange Zeit an meinem Handy, scroll durch Instagram oder schaue ein paar YouTube-Videos oder Netflix. Wenn ich mich dazu aufraffen kann, endlich aufzustehen, dann gehe ich als erstes zum Fenster und öffne es und dann gehe ich wieder zurück zu meinem Bett und das mache ich dann. Also ich mache es halt schön, weil wenn man viel Zeit in seinem Zimmer verbringt, was bei so einem Lazy Day durchaus passieren kann bei mir, dann ist es viel schöner, wenn man ein gemachtes Bett hat und deshalb mache ich das und das ist auch der einzige Tag, wo ich das mache. Nach dem Bettmachen gehe ich in die Küche und mache mir mein Frühstück und das besteht meistens aus Joghurt und ein paar Früchten und hier habe ich dann gemerkt, dass ich die Schüssel gar nicht brauche, weil wir sehr wenig Joghurt nur noch hatten und dann habe ich die Früchte einfach in den Joghurtbecher reingetan. Und auch hier esse ich am liebsten mein Frühstück draußen und da mache ich es mir ganz gemütlich in unserer Sitzecke. Und das kann ich dann auch draußen genießen, weil morgens kommen irgendwie die Wespen nicht. Ich weiß auch nicht wieso, aber sie kommen nicht. Nach dem leckeren Frühstück gehe ich direkt ins Badezimmer und putze mir meine Zähne und danach setze ich mich an den Computer und bin ein bisschen bei Pinterest oder schaue ein bisschen Netflix oder ich schneide auch. Und irgendwann setze ich mich dann auf mein Bett und lese ein Buch oder scroll ein bisschen durch Instagram. Natürlich schreibe ich währenddessen auch mit meinen Freunden und meistens verabreden wir uns dann irgendwann, weil wir keinen Bock haben, mehr zu schreiben. Und dann gehe ich halt zu meinem Schminktisch und mache mich fertig und da kämme ich mir als erstes meine Haare und trage ein bisschen Concealer auf und biege meine Wimpern. Eigentlich tusche ich sie auch, aber es war so unglaublich heiß an dem Tag, dass ich keinen Bock hatte, mir meine Wimpern zu tuschen und deshalb habe ich es dann einfach gelassen und bin direkt zum Anziehen gegangen. Nach dem Anziehen bin ich dann direkt rausgegangen und habe mich mit Freunden getroffen und weil es so heiß war, sind wir direkt zur Eisdiele gefahren und haben uns ein Eis gegönnt. Der dritte Tag ist der Family Day und da mache ich dann irgendwas mit meiner Familie. Der Family Day ist auch der einzigste Tag, wo ich mir einen Wecker stelle und dementsprechend muss ich auch früh aufstehen und nach dem Aufstehen gehe ich direkt nach oben zum Frühstück.
Zum Frühstück gibt es meistens Pancakes und die genießen wir dann auch draußen bei unserem Tisch und hoffen, dass keine Wespen kommen. Und danach gehe ich runter, putze mir meine Zähne und gehe in mein Zimmer und mache erstmal das Rollo hoch und das Fenster auf. Nachdem ich das Fenster aufgemacht habe, gehe ich zu meinem Kleiderschrank und ziehe mir irgendwas Bequemes an und packe meine Tasche, denn wir gehen meistens an den Strand. Danach geht es auch schon zu meinem Schminktisch und ich schmink mich nicht so viel, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, deshalb gebe ich einfach nur ein bisschen BB-Cream auf mein Gesicht. Zum Schluss gehe ich nur noch ein bisschen durch meine Haare, ziehe mir meine Schuhe an und gehe mit unserem Hund Gassi, weil ich mache das, weil ich schneller fertig bin, weil meine Eltern müssen auch noch meine kleinen Geschwister fertig machen und deshalb gehe ich halt einfach mit unserem Hund Gassi. Das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euch in ein paar Routinen wiederfinden. Also, ich weiß nicht, meine Freunde sagen mir auch immer, dass sie ziemlich spät in den Ferien aufstehen und dann Mittag essen, deshalb vielleicht macht ihr das auch. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder.